Ist es nun eigentlich immer das gleiche Lied am Anfang oder nicht? Ich habe so den Eindruck, als ob ja, aber die Sicherheit fehlt mir da in gewissem Maße. Hier oben wächst ja tatsächlich was. So, wie viel spät haben wir es denn? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Was sagt die Sonne? Die Sonne sagt... Da, so sagt die Sonne. Sieht aus wie, ich gehe gleich weg. Also gehe ich mal hier gucken, was ich so mittendrin bauen kann. Also zack, 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 zack. Ja geil, es reicht genau für einen Harnisch. Wuhu, fühle ich mich jetzt sicher. Yay, daraus kann ich doch auch schon was machen. Mensch, jetzt fühle ich mich noch viel sicherer. Mit Schuhen. So Blödsinn. Sollte man dafür sorgen, dass hier das Ding nicht ausbrennt. Also schon, aber dass ich hier noch notfalls was anderes drin habe. So. Dann mache ich nämlich die Kohle hier raus. Und zwar da oben rein. Okay, aus dem Eisen kann ich da noch? Nö, kann ich gerade nichts machen. Aber die Kartoffeln können durchbrennen noch eine Weile. Her damit. Ach, Mist. Na denn halt nicht. So, die hier oben wachsen noch schön weiter. Ja, das ist gut. Ich würde jetzt hier unten weitermachen, aber, nee. Nicht bei dem Sonnenstand. Vielleicht ein bisschen blöde gerade, dass die Sonne immer da hinten untergeht und ich nichts sehe. So, kann ich noch was machen in der Zeit, damit wir hier nicht komplett dödelig rumdödeln? Spitzhacken haben wir noch, die Hose, ne, kann ich die ja zumindest mal ablegen. Ja, der Weizenkran, den brauchen wir mehr so für das Viehzeug, deswegen lassen wir den mal so. Knochen könnte ich benutzen, um irgendwas auswachsen zu lassen, aber nee. Nee. Und jetzt ist es so dunkel, dass ich mich gleich hoch... Noch sonst wo gehen kann. Das sah aus der Ferne so aus wie so ein 3D-Bild. Weißt du, links Cyan, rechts Magenta. So wie, hol deine Brille raus. Und dann geht's ins Abenteuerland. Auch so ein Ding, warum Kino heutzutage teilweise echt unbezahlbar ist. Ich zahle ja heutzutage für einen Kinobesuch schon so viel wie später für die Blu-ray, was ein bisschen bekloppt ist, aber... Naja, was willst du machen? Machen kannst du ja nicht viel dagegen. Also, außer nicht ins Kino gehen, aber... Ist ja irgendwie keine Option, ne? Nicht so richtig. Was ja auch immer bemängelt wird, ist so der Overuse von CGI, ne? Da haben wir so Filme wie das Dschungelbuch, was da noch nicht rauskam. Das war ja im Prinzip, also... Bis auf Mowgli 100% CGI. Im Kino ist mir das irgendwie gar nicht aufgefallen. Aber dann hat Disney, ne, vom Presseserver aus gesagt, ey, hier, habt ihr Musikvideos zu Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und dann habe ich mir das da mal angesehen und meine Fresse, sah das falsch aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich das im Film einfach nicht mitgekriegt habe. Oder dass das im Kino anders aussieht. Weißt du? Was ist es denn nun? Sieht der Film scheiße aus? Oder sieht es einfach nur digital kacke aus? Oder war das Musikvideo? Was so unter aller Sau war? Wir wissen es nicht. Und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Naja, es sei denn, die Blu-ray kommt raus, was er wahrscheinlich bald tun wird. Dann kann man das mal beurteilen. Ich hab Eisen gefunden. Yeah. Nicht beurteilen willst du, naja, kenne ich. Nee. Dann ging ja schon die Diskussion los, ne? Die Prequels, also ne, weiß ja jeder, was gemeint ist, Star Wars Episode 1 bis 3. Wurden ja immer so runtergemacht, weil die halt ein Übermaß an CGI-Einsatz hatten. Und jetzt, wo sich die Frage stellt, darf man das Argument überhaupt noch bringen? Weil ja Jungle Book, ne, wird von allen gefeiert und ist im Prinzip genauso voll mit CGI wie Episode 2, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, ich glaube ein bisschen mehr sogar noch. Ich meine, klar, bei Star Wars gibt es keine einzige Einstellung, die nicht irgendwie bearbeitet wurde, aber teilweise gab es dann doch noch den Ansatz eines echten Sets. Auch wenn es nur der Boden war oder so. Also es gibt auch Momente, wo noch nicht mehr der Boden da war. Vor allem erinnere ich mich da sehr gerne an eine Stelle aus Episode 3, wo Anakin über einen roten Teppich rennt, auf dem Weg zu Kanzler Palpatine. Da meinten sie dann so im Making-of, ja, den Teppich hier, den haben wir gerendert, weil das wäre schnell, ist schneller gegangen und war billiger, als da einen richtigen Teppich hinzulegen. Da dachte ich mir, okay, wenn sie meinen, ich habe es damals nicht geglaubt, mittlerweile glaube ich es. Weil ich mittlerweile ja selber ein bisschen in dem Feld mal tätig war. Und ab und zu auch noch bin. Teppich rendern ist billiger als Teppich kaufen, vor allem wenn man nur für eine halbe Einstellung braucht. Und da dann nochmal Nachträge zu machen, ist ein bisschen, naja. Gut, man kann sich natürlich auch sagen, da muss kein Teppich hin, dann ist das Ganze noch billiger, aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. I think I'm doing wrong. War das nicht immer so, dass die Dinger rechts stehen, beziehungsweise ich stelle sie jetzt in der Mitte? Weil, warum nicht? Boah, mach hier nicht so einen Terror unten. Krieg schon wieder Gänsepelle vom blöden Anwesen sein. Naja. Ich finde aber, diese Diskussion ist blödsinnig, ob man jetzt den Prequels nachsagen kann, dass sie scheiße sind, weil sie zu viel auf CGI gesetzt haben. Weil wenn man jetzt mal schlau argumentiert, könnte man ja auch sagen, sie haben einfach zur falschen Zeit zu viel von dem Zeug benutzt, aber das ist ja jetzt nicht das Problem der Filme, würde ich einfach mal so geradeweg behaupten. Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich sowieso nicht allzu viel gegen die Filme habe, wie alle anderen auch. Quatsch, wie alle anderen. Also, ne, ich akzeptiere die Filme, auch wenn ich mittlerweile einen anderen Headcanon habe. Headcanon, für Leute, die das nicht wissen, das ist quasi die wahre Geschichte, die man für sich privat im Kopf hat. Ich weiß nicht, manche Leute von euch kennen es wahrscheinlich, dieses What if Episode 1, 2, 3 were good oder so von Belated Media. Und die haben da ein paar ganz schöne Ansätze mit reingebaut, die ich im Prinzip für mich jetzt so verinnerlicht habe als die Vorgeschichte. Heißt jetzt nicht, dass ich einfach die Filme ignoriere und voll der Prequel-Hasser bin. Nee. Man darf ja nicht vergessen, Clone Wars ist auch Teil der Prequels. Und die Serie, auch wenn sie anfangs vielleicht ein bisschen seltsam war, hat sich dann doch zu was gemeistert, was man eigentlich ganz gerne guckt. Also ich zumindest habe das damals gerne geguckt. Kann sein, dass ich doof bin, aber mir hat es mit der Zeit gefallen. Man ist reingekommen. Die Serie ist erwachsener geworden, so wie der Krieg vorangeschritten ist. Das war irgendwann alles ganz nett. So, und jetzt muss ich los, beziehungsweise da hoch, ein paar Äxte besorgen. Ja, also schon allein wegen Clone Wars sollte man jetzt die Prequels nicht verdammeln. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, ne? Selbst Episode 2 hat für mich so einige Sachen, wo ich mir sage, naja, geht doch. Auch wenn mich dafür wahrscheinlich schon einige Leute angucken von wegen, wie, nee. Aber doch. So, gib mal einen Bastelkasten her, dann muss ich nicht jedes Mal rausrennen, wenn ich was reparieren will. So, und da wir jetzt sowieso noch eine Weile da unten sind, hacken! Denn da will ich jetzt gerade echt überhaupt keinen Stein verbrauchen. So, und falls uns das Holz ausgeht, nehme ich auch noch Holz mit und dann sind wir alle ganz froh, denn gleich werde ich unten in die Luft gesprengt und dann ist das sowieso alles wieder hinfällig. Gragnarf. Komm, runter, runter. Ich glaube, das Problem bei den Prequels ist einfach, dass man sich was ganz anderes ausgedacht hat, als man ursprünglich mal geplant hatte, um irgendwelchen Marktforschungssachen zu entsprechen. Und dass man halt ganz locker mit Kaffeetasse in der Hand versucht hat, da irgendwie Regie zu führen. Und nicht wirklich sich was dabei gedacht hat, weil wer soll mir schon ins Bild reden? Das ist ja alles so, wie ich es will. Ich guck mir die Filme teilweise trotzdem noch an. Boah, war nur ein Hase. Mein Herz, Alter. Mein Herz. Hat halt schon mal so einen Hyper gemacht. Muss jetzt nicht zum Gang und Gäbe-Ding werden. Das hätte ich was dagegen.
über Benutzung von CGI. Ich habe festgestellt, bei einigen Filmen, wie zum Beispiel Iron Man 3, da habe ich an manchen Stellen gesagt, mein Gott, sieht das fake aus, obwohl das gar kein CGI war. Ne? So rum ist es nämlich mittlerweile auch schon. Dass sich mein Kopf denkt, ja, das kann gar nicht echt sein, dabei war es wirklich da. Da gibt es diese Szene, wo das Haus in Malibu zu Klump gehauen wird. Von den Helikoptern, ne? Man erinnert sich vielleicht noch, auch wenn man den Film größtenteils verdrängt hat, weil einige bezeichnen den ja auch als Riesenenttäuschung. Und da sieht man so im Hintergrund, als Pepper rausgeflogen ist mit dem Anzug, wie das ganze Zeug zusammenbricht. Da denkst du dir halt, ja klar, CGI-Haus, das da in sich zusammenfällt. Aber nein, diese Wand, die da in sich zusammenfällt, die gibt's wirklich. Gut, der ganze Staub, der ringsherum aufgewirbelt wird, der ist aus dem Computer, aber die Wand, die ist echt. Aber genau die Wand, die hätte ich halt als Fake abgestempelt. Von daher, man weiß nie. Man weiß nie. Also außer in manchen Momenten, da weiß man ganz genau, es handelt sich hier gerade um eine Puppe. Und auch bei anderen Sachen ist man teilweise verwirrt. Nehmen wir uns Anker Platt. Ne, Anker Platt ist der Charakter, der von Simon Pegg gespielt wurde in Das Erwachen der Macht. Dieser komische, dieser, ich nenne ihn mal Schrotthändler. Und Anker Platt, das war im Prinzip, war Simon Pegg in einem Kostüm mit einer Maske. Und hat das ganze Ding so gespielt. Ich hätte schwören können, dass diese Maske gar nicht da war, sondern einfach nur mit CG raufgesetzt wurde. Im Endeffekt war es aber irgendwie ein Mix aus zwei beiden. Da hat er nämlich eigentlich eine Maske getragen, die sah aber irgendwie im Endeffekt scheiße aus. Also haben sie sie nochmal verbessert über Computer. Geht ja heutzutage alles. Wo man aber gesehen hat, dass es, ich sag mal, echt ist, war dieser komische Vogel am Dorfeingang, Schrottplatzeingang, der da auf diesem Schrottstück rumgepackt hat. Der sah so fake aus, der konnte nur echt sein. Falls das irgendwie Sinn ergibt. Aber ich glaube, den Charme wollte man damit auch einfangen. Guck mal, es bewegt sich echt mit einer kleinen Mechanik, die uns nicht mehr als 2,50 Euro gekostet hat. Oder in welcher Währung das Ganze auch immer finanziert wurde. Vielleicht sogar Pfund, weil überwiegend in London gedreht oder so.